Hallo Jungs, extra für euch die deutsche Version über den SRX 8 von Serpent. Das ist ein Auto, das zu mir gekommen ist zum Vollrevidieren. War umgebaut für zwei Akkus mit Motor nach vorne, das heißt wie der alte S811. Der SRX 8 ist aber ursprünglich gedacht wie der Hotbody, wie der Techno SE, wie der Hyperstar vor über 15 Jahren von Robao, heißt Servo, Regler, Motor, Receiverbox. Das einzige, wo Bau mehr überlegt hat als all die anderen, obwohl das Auto ja viel älter ist, ist, dass der Receiverbox hier montiert ist mit dem Ganzen zusammen. Und dadurch hat man nicht den ganzen Kabelweg nach hinten. Was schön ist bei dem, die haben einen Kabelweg gemacht, nicht wie bei Hotbodies, wo da kein Kabelweg ist. Ist leider schade, gerade für den Preis von dem Auto. Je nach Servo, das du hier verbaust, ist der Kabel zu kurz. Das ist jetzt hier der Fall mit dem SRT-Servo. Kabel ist nebenan, weil wenn ich in die Relle reingehe, reicht es mir nicht mehr bis zum Receiver. Du musst auch aufpassen auf die Höhe vom Servo, damit wenn du das Ganze anschraubst an das Chassis, dass der Servo nicht am Chassis aufliegt. Sonst kassiert natürlich das Aluminium vom Chassis, geht dann ganze Schläge weiter zum Servo. Das Servo ist jetzt hier ein 27 Kilo unter 7,4 Volt mit 0,0 Watt irgend Sekunden voll Aluminium. Fühlt sich sehr gut an, das Servo. Ist gedacht für 8,4 Volt. Der Regler geht aber nicht bis 8,4. Der Kessel kann 8-4, aber nicht der X8 von Hobbywing. Zur Kabelung. Normalerweise ist der Regler gedacht wie hier am Motor, dass die Kabel flach da weggehen. Ist aber schade, weil dann gucken sie nach außen hier und hier nach innen. Also habe ich sie senkrecht angelötet. Ist nicht, weil es so gedacht ist, dass du es nicht anders löten kannst. Ich kann jetzt das Auto vom Kabel her lüpfen, ist kein Problem. Es hält. Und dadurch konnte ich natürlich auch schön die Schrumpfschlauche dazu machen, dass alles sauber ist. Kabelweg habe ich hier sehr kurz gemacht. Das sind Wettbewerbsfahrer, der wollte es minimal drauf. Er fährt aber trotzdem mit Stecker, weil er mag es nicht, wie gesagt, für in die Lipo direkt reinstecken, plus minus. Er hat gesagt, es ist sehr schnell passiert, dass es mal falsch rum gekabelt ist. Bei vielen Reglern ist es kein Problem, weil der Regler dann einfach piepst und dir sagt, dass er umpolt ist. Gewisse Regler gehen da einfach hoch. Ich bin auch nicht dafür, für die Wettbewerbsakku mit dem Stecker direkt drin, ohne, also wo es nicht klar, ganz klar draufsteht, plus minus. Also das finde ich ein bisschen schade. Vom Gewicht her ist das Auto ein schweres Auto und es ist aber trotzdem vorgesehen mit einem 68 mm Motor. Ist die große Mode jetzt im Wettbewerb. Ich bin gar nicht dafür. 68 mm Motor fühlen sich gut an mit 3,5 Kilo Autos, Höchstgewicht, aber die meisten Buggy sind ja darüber, auch wenn man es nicht wissen wollt, also meint oder so, oder man nicht dran glaubt. Das Ding hat Leergewicht jetzt mit Elektronik drin, 2,8 Kilogramm. Mit dem kurzen Motor, mit dem langen Motor wäre es 2,9, also ist er schwer als Team Esso. Der Techno war so bei 2,8, Team Esso 2,7, also sind mehr oder weniger 100 Gramm sowieso alle ungefähr gleich. Und je nach natürlich Akku, die da, wenn du jetzt einen Stock 4S Akku nimmst mit 650 Gramm, bist du da bei 4 Kilo mit 6S. Genau dasselbe als der Hobauer Hyper VS, als alle anderen. Also gibt es keinen großen Unterschied. Irgendwas tickt bei mir, ist egal. Also, und mit der Motorleistung und natürlich die Fahrleistung, die wir haben können mit den großen Akkus, heutzutage spielt es auch keine Rolle mehr, mehr oder weniger, 100, 200 Gramm spielt keine Rolle, ist wichtig, wenn du einen zu schwachen Motor hast, aber wenn du Leistung hast, ist es kein Problem. Gewicht ist gut für Kraft am Boden bringen, aber ist schlecht in der Luft für eine lange Runde. Das ist so, also, aber wie gesagt, das Auto könntest du jetzt voll super, mega leicht einen anderen Regler reinbauen, einen leichteren Servo, Titanschrauben, wo es geht oder was du darfst machen. Und am Ende könntest du vielleicht nur 50, 200 Gramm sparen. Ist egal. Auf jeden Fall ist das Chassis hier das
solideste Chassis, also ich meine jetzt die Platte selber, dass ich jetzt die seit Anfangsjahr von dem neuesten Auto in den Händen hatten, die haben da echt fettes Aluminium darauf gebuttert, haben natürlich ausgefräst, was man so nicht braucht. Aber das Auto ist wirklich, also wenn ich so eine Occasion finde, auch Steffen Susand, packe ich ihn für ein neues Shrapnel zu machen, weil das Auto ist solid, ist ganz klar. Was natürlich auch Gewicht dazu gibt, sind halt die kleinen Schrauben hier und die Platte oben, unten von den Querlenker. Da mag ich die Hotbody-Lösung besser. Da hast du Querlenker, die einfach soft, medium oder hart sind. Also mehr oder weniger straff. Man hat hier auch extrem viel Einstellungsmöglichkeit. Du kannst hier in den Radnaben ein Kunststoffteil ersetzen, für Winkel ersetzen, für Höhe ersetzen. Dann hast du noch Radstand zum Einstellen und. Ist alles recht gut, aber irgendwann ist die ganze Einstellungssache zu viel, weil wenn du dann schraubenlos an deinem Auto hast, du ja ganze Unterlagscheiben, du musst alles selber, also aufpassen, dass alles am gleichen Ort ist. Irgendwann ist es zu viel. Ich bin auch nicht speziell für das ganze Aluminium hier an den Radnamen, Carbon des Zeugs, also gerade das Aluminium hier überall ist ja schwer als Kunststoff. Wir hatten kein Problem mit dem Kunststoff, also wieso muss jetzt alles Aluminium sein? Es gibt da Leute, die sagen, ja, Traxxas sind scheiß Plastikautos, aber was hat jetzt ein X-Max weniger an Aluminium als ein normaler 1 zu 8er Monster Truck? Die Chassisplatte ist alles. Vorteil ist vom ganzen Kunststoff, biegt sich, geht nicht so schnell kaputt, ist zäh, kann man billiger ersetzen und kostet viel weniger. Wenn die Chassisplatte geknickt ist, dann kostet es schnell viel Geld. Also, mir gefällt es von der Bauweise her, wie es zusammengebaut ist. Auch die Anleitung ist sehr, sehr toll gemacht. Die haben auch in den Differentialen, es ist leider nur auf dem französischen Video, das Differential hat sechs kleine Löcher drin, in der Länge hier vom Plastik. Und da gehen sechs kleine Schaumstoffen rein, Zylinderle, die da sind, wenn der Druck steigt, wenn der Diff warm wird, für den Öldruck zu kompensieren. Ist das nicht gestört? Finde ich wahrscheinlich auch zu viel. Man hatte früher kein Problem damit, da sowieso soll es auf einmal ein Problem sein. Die meisten Rennen gehen ja sowieso nur 10 Minuten. Also, wie gesagt, gewisse Sachen kann ich verstehen, gewisse sind zu viel. Ich hätte viel lieber, dass die Hersteller sich mehr auf wie jetzt Losi für den LSD-Tiff also entscheiden hat oder wie Obao die Torsem-Diffs macht oder selbstsperrende Diff, das wäre von mir aus mehr Fortschritt. Damit kann es sperren, wenn du Gas gibst, kann es entsperren, wenn du auf dem Gas, also das Gas loslässt und dann schön locker easy die Kurve nehmen und dann kannst du wieder volle Pulle abhauen mit selbstsperrenden Differentialen. Natürlich spürt man es sehr wahrscheinlich beim Fahren. Ich habe den nicht gefahren, den RC8 B31. Bei dem ist es ganz klar, dass die kleinen O-Ringe in den Satelliten was bringen. Es ist einfach super sanft, dass die Differentialkörper größer sind, damit mehr Öl drin ist, wegen mehr Kühlung. Ist ein Witz. Im Kunststoff passiert ja nicht groß was für Kühlung. Ist mal eins. Und dann die 5 Gramm Öl mehr bringen auch nicht mehr. Zeitlang sind alle auf kleinere Maße runter, kleinere Lager, kleinere Differentiale, kleineren Ritzel, um Gewicht zu sparen. Weil natürlich am Anfang hatten wir Probleme mit Leistung von Motoren, mit Laufleistung für die Batterie. Da wir jetzt 8000 mAh Batterien haben, sind die 10 Minuten für den Wettbewerb kein Thema mehr. Also können die locker wieder raufbuttern mit dem Gewicht. Ist natürlich ein Riesenvorteil auch von der Stabilität her. Das Ding fühlt sich und ist ein Panzer. Die von euch, die haben, die mehrere verschiedene Autos gefahren sind, sind immer willkommen für da sagen, ja, also ich hatte ihn, ich war nicht zufrieden oder ich war sehr zufrieden oder ich hatte auch den Hotbody nehmt dann, ich hatte den Techno, ich hatte dies oder sehr und jenes, also hatte den lieber oder den wegen dies oder sel oder jenes. Ich warte
wie immer auf euren Kommentar und freue mich darauf. Ich versuche immer noch, obwohl wir jetzt bei 10.000 Abonnenten sind, jedem eine Antwort zu geben. Manchmal sind es eine super kurze Antwort, das ist halt so, dass ich schnell machen muss, weil es so viele Leute dabei sind. Aber ich bleibe am Ball. Jungs, habt Spaß, macht's gut, bis bald. Habe ich was vergessen? Ganz sicher mal. Ja, Stoßdämpfereinstellung ist jetzt natürlich, der ist typisch Wettbewerbsauto eingestellt. Das heißt, das Dämpferöl ist relativ hart zu den Federn. Das heißt, wenn das Auto am Boden geht, blum, bleibt er unten. Der geht nur wieder auf mit der Fahrkraft, ist klar. Ich mag das nicht. Ich habe lieber, wenn es schön sanft ist, auf den Federn. Aber im Wettbewerb fahren die meisten so. Der hat jetzt auch, das ist ein einer, der es gewöhnt ist mit sehr dünnes Öl, der hat jetzt 3000, 5000 und 7000er CSD drin. Aber da die Ritzel in den Differential relativ klein sind, fühlt er sich doch an wie fetteres Öl in einem anderen Diff. Also ich warte mal, bis der mir es ist gewöhnt, mit Benziner zu fahren. Es ist ein erstes Elektroauto, hat denselben im Benziner. Also es ist cool, weil der kann uns dann sagen, wie es sich verschieden anfühlt zwischen Elektro und Benziner, auch wegen Öl, weil es ist natürlich Elektro viel brutaler unten raus. Ob es nicht zu viel ballont nach vorne oder so, was er dazu meint. Und das ist toll, ich habe immer mehr Wettbewerbsfahrer beim Kanal, die auch teilen, weil es gibt viele Wettbewerbsfahrer, die überhaupt nichts teilen, die behalten alles für sich, weil die sind ja sicher, sie sind Weltklasse. Leider, Jungs, ist es so, dass ja, die meisten von uns nicht Weltklasse sind. Also teilt eure Einstellung und was ihr da drin habt. Braucht keine Angst zu haben, dass irgendein Anfänger besser wird als euch. Und wenn er besser wird als euch mit ihren Einstellungen, dann könnt ihr mal zugucken, wie der fährt, damit ihr auch wieder besser werdet. Also ich finde, teilen bringt jeder weiter. Und es gibt viele Leute, die alles für sich behalten, wie Geheimnis, habe ich auch als Automech schon vielmals erlebt. In der Werkstatt hast du einen Mechaniker, der schon 30 Jahre dabei ist, der nichts weiter erzählt, der behaltet alles für sich, damit er der Beste ist. Damit ist man niemals der Beste. Der Beste ist immer der, der am meisten teilt, weil der kriegt ja auch so viel wie der Auto von den anderen. Das heißt, am Schluss, und es ist ja auch wichtig für den Chef, dass jeder Mech in der Firma so viel kann wie der andere. Und nicht einer viel besser ist und die anderen immerhin irgendwie nachlatschen. Also, liebe Wettbewerbsfahrer, wir freuen uns auf euren Kommentaren. Und jetzt war's. Tschüss. Hab sicher wieder was vergessen.